Ein wunderschönes Moin, meine Hallo meine Freunde und willkommen zum nächsten Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir diesmal ein Free-to-Play-Spiel für den PC rausgesucht, und zwar das Spiel Trove. Es ist ein Spiel von Trion. Ich werde auf jeden Fall den Link in der Beschreibung reinpacken, weil ich dachte mir, Minecraft ist schon ein bisschen ausgelutscht. Ich habe selber ein bisschen weniger Bock auf Minecraft, weswegen ich mir einfach mal irgendein Spiel rausgesucht habe. Ich habe gerade echt mal im Internet einfach mal geguckt, MMORPGs. Mit irgendwie Crafting-Funktion, wo man so ein bisschen craften kann. Und da habe ich direkt das hier gefunden. Das soll wohl so eine Art Cube-World-Ding irgendwas gedönst sein. Also so mit Minecraft, nur mit Adventure-Features. Und man kann wirklich die ganze Map wohl umbauen. Das soll wohl irgendwie so gehen. Und da kann man hier was abbauen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie das alles funktionieren soll. Aber ich habe gehört, das Spiel soll sehr geil sein. Deswegen dachte ich mir mal, komm, setz dich hier hin und probier das mal kurz aus. Ich bin schon kurz nach Level 1. Also wenn ihr es gerade unten sehen könnt, könnt ihr ja sehen, was für ein Level ich bin. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, um mal gucken, wie das ist. Ich habe schon die ersten Gegner gefunden. Und ich muss sagen, das Spiel ist geil. Besonders, man kann hier ranzoomen und dann so spielen, wie man es möchte. Man kann auch seinen eigenen Charakter designen. Ich habe dir einfach mal rote Augen gegeben und so eine schwarzen Haare. Ich weiß auch nicht, das finde ich cool. Und hier seht ihr schon einen etwas weiteren Spieler. Wow. Einen etwas weiteren Spieler mit dem krassesten... mit richtig krassen Equipment. Und ich würde sagen, ich verziehe mich, weil der ist einfach zu krass equipped und ich hau einfach mal ab. Aber bevor ich abhaue, werde ich nochmal ganz kurz was machen. Und zwar werde ich mal meinen Ping-Fix erhöhen. Und nehme ich einfach mal mein Xbox One, weil die ladet sich gerade noch ein Spiel runter. Aber ach, ich wollte eigentlich noch ein bisschen updaten. Ja, aber ich mache das aber doch lieber aus. Bevor ich irgendwie den totalen Rotz-Ping habe und einfach nichts funktioniert. Dachte ich mir, ja komm, machst du das mal lieber weg, weil ihr seht vielleicht oben, was ich für einen Ping gerade habe. Ein 153er Ping. Die Pro-Gamer wissen, es ist nicht schön. Es ist ein beschissener Ping. Und ich werde jetzt hier runter. Boah, das macht Damage auf jeden Fall. So, und schon, komm, das ist gerade das Tutorial. Ich weiß, es ist krass, aber es ist das Tutorial. Es ist einfach das Tutorial. Es ist kurz wie Sau. Und hier seht ihr die komplette Welt von Cube World. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Map, es sieht einfach interessant aus. Es sieht nicht einfach so eintönig aus wie in den ganzen anderen Spielen, sondern es hat einen gewissen Charme. Und hier seht ihr vielleicht das erste, was ich gebaut habe in dem Spiel. Es ist wirklich das erste, das wohl krasseste, was ich jemals gebaut habe. Es schlägt einfach mein Minecraft Experience um so viele Längen. Es ist einfach so krass gebaut von mir. Und hier seht ihr gerade, wie ich einfach mal alles kaputt mache. Ich mache mal kurz mein Headset ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist nicht zu laut nachher im Video. Ich werde nämlich versuchen, noch ein bisschen Musik im Hintergrund zu schneiden, damit ihr noch schön ein bisschen Musik haben könntet, weil diese Ingame-Musik, die finde ich persönlich nervig. Also ich habe die Ingame-Musik schon ein bisschen ausprobiert. Es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Und diese Attacke hier, hört ihr diese Bassdrum im Hintergrund? Die ist auch schön, oder? Auf jeden Fall, kann man überhaupt sprinten? Nee, aber ich habe gerade irgendwie... Da! Na, wie ging der? Ach so, okay, ne? Ah, das ist also diese komische, dieser Vorderjump. Jui, dumm. Auf jeden Fall ist es so eine Art, naja, ich nenne es jetzt einfach mal Kopie von Cube World. So ein bisschen, da haben sich die Entwickler wohl gedacht, komm, Cube World, da haben sie mehr versprochen als gehalten. Deswegen probieren wir einfach mal was Neues aus. Ich persönlich, ich sag's so, wie es ist, ich habe keine Ahnung von Cube World. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Nicht mal ansatzweise. Weswegen ich dieses Spiel auch bis jetzt schon echt sehr geil finde, weil einfach Cube World habe ich keine Ahnung von. Sag mal, kann man hier einfach so hoch wie man will abbauen? Nee, das ist schon Ende. Deswegen von Cube World, muss ich ganz ehrlich sagen, von Cube World habe ich keine Ahnung. Deswegen ich da auch echt nicht mitreden kann, wie das Spiel ist oder ob die da wirklich so viel versprochen haben und nichts gehalten haben. Aber Cube World, das Spiel, was ich, also dieses Trove, was ich jetzt gerade spiele, ich werde es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr es downloaden könnt, euch damit zu mitzocken. Ihr könnt mich auf jeden Fall alle adden. Wie heiße ich nochmal in dem Spiel? Satu Zika, genau so heiße ich. Eigentlich so wie immer, aber ihr könnt mal ruhig alle eine Freundschaftsanfrage stellen, können wir mal sowas zusammen machen. Weil ich wollte das eigentlich mal im Stream ausprobieren, aber da ich ja bei Minecraft schon sehr krasse FPS-Einbrüche habe im Streaming, dachte ich mir einfach mal, komm, nee, lass es mal lieber sein. Nimm's einfach auf, weil guck mal, guckt euch das an. Links oben seht ihr meine FPS-Anzahl. Ich habe 62 FPS. Und ich bin auch am überlegen, ob ich sowas mal mit Abonnenten dann wenigstens aufnehme, sodass ihr alle mitmachen könnt und sodass wir dann... alle in so einer Art, wie nenne ich das jetzt am besten, Chat. Alle kommen jetzt in den Chat rein, können wir sprechen oder vielleicht irgendwie über Skype. Aber da brauche ich noch einen zweiten Skype-Profil, weil ich habe momentan ein Skype-Profil, das ich nenne es einfach mal für Business-Zwecke, wo ich dann irgendwie mit anderen YouTubern vielleicht noch so ein bisschen quatsche und so. Weil es ist komisch.
Ich mache mit YouTuber nichts anderes. Ich mache eigentlich mit keinem anderen YouTuber was auf YouTube großartig. Ist echt so bei mir. Komm runter da. Na, komm. Alter, ja. Das ist echt schwer hier gerade. So. Es klingt komisch, weil ich momentan echt mit gar keinem YouTuber was auf YouTube mache. Aber ich habe YouTuber teilweise mit 3000 Abonnenten oder so in meiner Skype-Freundschaftsliste. Womit ich selber nicht gerendet habe, weil ich habe ihn eigentlich reingenommen in FL. Da hatte er noch ungefähr, keine Ahnung, 200 und jetzt hat er mich einfach so krass überholt. Minecraft halt, ne? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall sind das hier Enemies. Boah, ihr hört vielleicht schon, die haben auch eine mega fette Bassdrum als Angriff. Na komm, meine Bassdrum. Boah, es geht doch nichts über eine fette Bassdrum. Aber ich hoffe mal wirklich, dass das Spiel nicht zu laut ist. Aber ich find's persönlich mega geil. Ich freue mich schon, weil mein nächster Arbeitsspeicher da ist. Weil ich will mir jetzt noch einen neuen Arbeitsspeicher bestellen, Ende des Monats. Das Video wird wahrscheinlich direkt morgen online kommen. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird einfach morgen schon kommen. Bam, bam. Oh. Oh. Direkt ein neues Schwert gefunden, oder was? Wo war der jetzt? I? I müsste das gewesen sein, ne? Sebastian und Snowmount. Collections. Das ist gerade die Frage, weil ich gucke, ich hab das Spiel wirklich noch nicht gespielt. B ist Inventory. Okay. Das ist mal was Neues. Rechtsklick ist Equippen oder... Ach, so ist Equippen. Cool. Class Coin. Cannot be traded. Cannot be traded. Used to unlock class for free. Das tut mir leid. Mein Englisch ist erstens nicht so gut und zweitens habe ich da keine Ahnung von. Auf jeden Fall mein erstes Schwert. Es sieht geil aus. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich in diesem Spiel einfach nur rumrennen, alles kaputt prügeln und mal ein Haus bauen später. Weil was mir schon aufgefallen ist, man kann hier wirklich alles craften, aber was bis jetzt, was ich da ein bisschen komisch finde... Ich habe noch von keinem anderen Spieler so ein Bauwerk gesehen in dem Spiel, weil es ist noch in der Beta-Phase, weswegen es vielleicht noch kostenlos ist. Kann ja sein, dass es später nicht mehr kostenlos ist. Ich kann das nicht sagen. Hoppers Topper Head. Es ist ein Kopf, cool. Das haben wir gerade ein bisschen chinesisch. Ah, oh Mann, ich drücke mal I. B und dann hier, naja, Mann, so war das. Lol. Aber auf jeden Fall ist es wirklich eigentlich so, ich finde, ein recht interessantes Spiel. Also ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich davon machen werde, je nachdem, ob es euch gefällt. Aber ich werde auf jeden Fall noch dran schrauben und das vielleicht auch noch mal im Stream benutzen. Okay, was haben wir denn hier gefunden? Tab und dann abbauen. Aber ich finde es jetzt schon ganz ehrlich besser als Minecraft, weil Minecraft schmiert in letzter Zeit nur noch ab. Besonders auch noch auf der 360, was auch noch bei mir momentan abschmiert. Wo ich mir echt denke, die wollen mich wohl verarschen. Vor allem Minecraft auf 360 schmiert bei mir ab. Ich kann, wie ist das Spiel? Battlefield 4 in besser Qualität spielen, auf Ultra. Aber Minecraft schmiert bei mir ab. Und das ist so, wo ich mir denke, yo... Leck mich, ist echt so meine Auffassung. Der sieht heavy aus. Boah, der hat eine Panzerung. Ah, den müsst ihr auch gedroppt kriegen. Drop the base really hard. Drop. Da kommt man so ein Zuschlag. Ich habe meine Drop gerade verballert. Slay the Skeleton King. Okay. Ich werde es versuchen. Warte mal, kann ich sie mitnehmen? Oh, geil, ich kann Grabsteine looten. Geil, ich brauche Grabsteine. Genau, immer her damit. Oder? Nee, scheiße, die kann ich gar nicht looten noch. Mann, ich dachte, ich kann ja schön ein paar Grabsteine looten. Die machen sich immer gut in der eigenen Wohnung. Oder, warte mal. Ach Mann, die gehen kaputt. Ich will sie mitnehmen. Da, was? Ich bin am überlegen. Ich glaube... Wow. Alter, übertreib's nicht. Bassdrum. Bassdrum. Oh, Mann. Komm, Bassdrum. Na komm. Aber was mir aufgefallen ist gerade, ich habe mehr Leben, als ich eigentlich haben sollte. Auf jeden Fall kann man auch das Spiel zusammen zocken in der Gilde. Weißt du, was ich höchstwahrscheinlich machen werde? Weil das Spiel, guckt euch das an, das ist einfach Cube World for free. Es ist einfach kostenlos und mega geil. Und ich sag's gleich, ich kriege hier kein... Alter. Oh, ich kriege hier fast einen Herzinfarkt. Auf jeden Fall, ich sag's gleich, ich kriege hier keinen Cent für, dass ich hier so eine scheiß Werbung mache. Komm. Boah, aua. Was ist das denn? Achso, hier drin kann ich auch nichts abbauen. Schade. Was haben wir denn hier? Ist das eine Truhe, ne? Komm, geh auf! Nächstes Schwert! Okay, also ich dachte, das dauert irgendwie ewig, bis man was findet. Portal to Lands of Learning. Also das ist ein Portal jetzt hier raus. Ich bin auch nicht mal richtig drin, oder wollen die mich schon wieder raus teleportieren oder was? Ach, cool! Achso, kann ich auch direkt vergleichen, was das andere hat? Ich würde mal sagen, hier nehmen wir das mal. Ja, das ist das Bessere. Oh, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Oh, geil. Aber ich liebe diese Spiele einfach, wo du craften kannst. Und das hier, es gibt, glaube ich, noch andere Spiele, wo man genau dasselbe machen kann. Ich weiß nur nicht mehr, wie die heißen. Es gab Portal to Lands of Learning. Nein, ich will da nicht hin. Es gab nämlich schon mal ein Spiel, was auch so in diese Richtung ging, wie die Craften, außer Cube World.
Es war wirklich, oh, wie hieß das nochmal? Ich sehe mal ein bisschen auf der Zunge schon beinahe. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie das heißt. Oh, wie hieß das? Oh, wie hieß das jetzt? Jetzt ganz ehrlich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Das war auch so eine Art Sandbox. Evercrest. Evercrest Landmark hieß das, glaube ich. Das war auch so ein Sandbox-Spiel. Weil Sandbox heißt ja irgendwie so craften, so wie Minecraft. Und so. Nicht alle Sandbox-Spiele sind gut und nicht alle sind schlecht. Sagen wir es mal so. Craften. Auf jeden Fall, das Spiel Trove ist geil. Mir gefällt, persönlich fällt es sehr gut. Es würde mich freuen, wenn ein paar Leute auch mal mitspielen könnten. Könnte man nämlich auch so ein Community-Projekt draus machen. Das ist einfach viel besser, weil ich brauchte keinen Server mieten, um zu spielen. Und ich kann auch wirklich mit dutzenden Leuten auf diesem Server einfach irgendwas bauen. Oh Gott, ich kann schon wieder einen Skelettenkönig killen. Weil, warum ich gerade diese Skelettenkönige töte, so wie, ich will gerade leveln. Ach ja, komm, dann gehen wir runter und killen gleich den König. Oh, ich muss natürlich aus dem Kreativmodus rausgehen, weil hier ist der Kreativ und so ist er nicht. Das kann man auf der Umschalttaste machen. Aber Kreativ heißt nicht gleich, ich bin jetzt der OP-Typ, sondern das heißt einfach, geh weg von mir. Das heißt einfach nicht, dass ich OP-Typ bin, wenn ich im Kreativ bin. Das heißt einfach, im Kreativ kann ich bauen und nicht angreifen. Also ist es eigentlich nicht so gut für mich. Yeah, gebasht. Dim. Jetzt bin ich Level 2. Achso, ich dachte, ich habe jetzt... Ach, eine Truhe ist nur gespawnt. Oh, Mann, dieses Epic Loot, ne? Epic Loot, geht einfach mal hier rein. Ach, dann kommen wir direkt nach draußen. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, sind wir wieder unten, ne? Ja, gut. Gut für mich. Nur die Frage ist gerade, kann ich die Dinger jetzt unten... Warum ist da ein X? Achso, ach, das sind die Dinger, die ich geschafft habe. Ach so. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich irgendwie... Boah, die ganze Zeit zu irgendwelchen Dingern renne, die ich schon abgefarmt habe. Boah. Boah, jetzt ist hier Bashing. Bassdrum. Nochmal eine Bassdrum. Boah, Mann, Alter. Die Bassdrum dropping really hard. Aber ich weiß echt nicht, ob ich da wirklich noch Musik Hintergrund mache, weil eigentlich ist das die ganze Zeit nur so ein Gebäsche. Mit der Musik wäre das dann irgendwie so ein Kauderwelsch. Boah, aber auf jeden Fall würde mich echt freuen, wenn ihr das auch mal ausprobieren würdet. Ich zocke das momentan auch sehr gut. Auf jeden Fall könnt ihr mich einfach als Freund hinzufügen, indem ihr einfach F1 drückt und dann auf Friends geht. Und dann könnt ihr mich, glaube ich, hier einfach adden, indem ihr dann den Namen eingibt. Da braucht ihr einfach nur eingeben. Scheiße, ich gebe auch noch DS ein, ne? Einfach nur... Mehr braucht ihr gar nicht eingeben, dann könnt ihr mich direkt adden auf dem Spiel. Und ich werde das auch in näherer Zeit öfter spielen. Es werden auch ein paar Videos dazu kommen, also noch ein paar mehr, ne? Also, ich versuche wirklich davon jetzt eine ganze Menge rauszuhauen, einfach weil ich das Spiel momentan geil finde. Ich sag's gleich, es wird nicht so ein ewig Projekt, aber es wird ein, ich lade davon eine ganze Menge hoch Projekt, auf jeden Fall. Weil einfach, das Spiel macht mir jetzt schon mehr Spaß als Minecraft momentan. Weil Minecraft, da müsst ihr mir einfach verzeihen, ich habe das Spiel einfach überspielt. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht anfangen, hier nur noch das Spiel hochzuladen. Minecraft geht weiter, nur das ist jetzt so ein, ich nenne es einfach mal ein Nebenprojekt von mir. Also was ich erstmal alleine machen werde. Boah, so, ist der auf einmal kleiner geworden? Also der ist viel größer, oder nicht? Oder gibt es hier verschiedene Bosse? Oder teilt er jetzt mehr aus? Bassdrum. Auf jeden Fall, die Bassdrum ist echt geil. Weil ich finde den Game-Sound cool, dieses dumm. Bassdrum, sag ich. Nochmal eine Bassdrum. Und, Alter, drop it too hard. Drop it einfach too hard. Und diese Musik, dieses Din-Din. Warte mal, da gibt es noch einen anderen Raum. Vielleicht gibt es ja hier drin zwei Boss-Gegner, weswegen der eine ein bisschen kleiner war. Werde ich mal ganz kurz austesten. Erstmal Big Fat Loot mitnehmen. Achso, es gibt auch noch Waffen, will ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Es gibt auch Knarren hier in dem Spiel. Okay, ich dachte, hier wäre noch irgendwas anderes, außer dieses kleine bisschen. Aber ne, mehr ist hier nicht. Zack, jump. Woohoo, so. X ist drüber, haben wir geschafft. Sehr gut, dann gehen wir, würde ich mal sagen, up to the next. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge weggelootet. Und ich würde sagen, dann machen wir gleich mal weiter, weil diese Folge werde ich wahrscheinlich nur looten, weil ich einfach dieses RPG-mäßige total feiere. Vor allem ein Spiel wie Minecraft nur ein RPG, danach habe ich Jahre gesucht. Es war Minecraft das... Wow, Level 3 läuft, also direkt in der ersten Folge gleich ein paar Level abgemacht. Ich werde auf jeden Fall nur erstmal diese eine Folge aufnehmen und die dann erstmal nach Soundeinstellungen untersuchen, ob das dann perfekt alles so eingestellt ist. Und danach werde ich auf jeden Fall noch mehr Folgen aufnehmen, weil es ist gerade mal... Wie gerade spät ist es jetzt? 22 Uhr war es, als ich angefangen habe mit dem Aufnehmen, am Donnerstag. Also, ich habe jetzt vor kurzem noch einen Livestream gemacht, bis 18 Uhr, glaube ich. 18 Uhr noch, was habe ich, glaube ich, noch einen Livestream gemacht. Und danach habe ich dann erstmal noch ein bisschen gechillt und dann habe ich direkt das Spiel hier gefunden. Und ganz ehrlich, das Spiel nimmt, wie viel nahm das weg? 284 MB. Und dafür, was es ist, ist es einfach ein Witz. 254 MB, das ist ein Witz an Download. Also ganz ehrlich, wenn das so vergleiche mit anderen Spielen, also 254 MB ist einfach ein Witz. Oh, noch nicht gelootet. Oh Mann, das habe ich noch nicht gelootet. Geil. Direkt drauf los und einsammeln.
Ich weiß noch nicht, was man mit dem ganzen Ingame-Geld machen kann, was ich hier farme zwischendurch. Ich habe da wirklich noch keine Ahnung. Also ich hoffe mal, dass ich das noch demnächst rausfinden werde. Aber ich will auf jeden Fall noch... Boah, schon wieder so ein kleiner Zwerg. Base Run. Auf jeden Fall werde ich versuchen, noch einmal so eine andere Rüstung zu finden. Mal generell eine Rüstung, weil das Ding, was ich anhabe, ist alles noch Standard. Außer mein Helm und mein Schwert. Aber die habe ich auch erst gefunden gerade. Also war ich auch, oh Mann. Ich so, und looten. Oh, ich finde den Sound, der Sound gefällt mir echt schon sehr gut. Bam, bam, bam. Yeah. Oh, was habe ich denn jetzt gelootet? Puzzling Puppy Face. Ein Face, cool. So, da haben wir das Ding auch schon mal fertig gelootet. Dann würde ich mal sagen, wo können wir da noch hingehen? Hinten steht noch was, ne? Wenn mich nicht alles täuschen sollte, steht da hinten noch was. Wir gehen da mal ganz, ganz fix hin. Ich jump, ich finde, das ist nach vorne springen lustig. Das ist wahrscheinlich nur zum Ausweichen gedacht. Aber ich gehe mal hinten zu diesem Haus hin. Ach nee, das ist auch nur so ein Dungeon. Aber ich glaube, den habe ich noch nicht gehabt. Dann gehen wir da nochmal hin. Wow. Weil ich will gerade erstmal nur leveln. Einfach nur leveln und looten. Mehr will ich gerade nicht. Weil das ist einfach so das Erste, was man so in einem neuen RPG macht. Da ist nicht unbedingt gleich direkt in die Story rein beim MMO. Zumindest bei mir nicht. Bei mir ist erstmal Monster bashen. Bei mir ist immer Anfang von jedem MMO, was ich spiele online oder so, am Anfang erstmal alle Gegner wegbashen. Erstmal ordentlich austeilen, bevor man irgendwie anfängt, die Story irgendwie zu kapieren. Aber ich glaube, hier gibt es keine Story. Boah, Bassdrum. Und weggerotzt das Ding. So, B war das Inventory. Da habe ich eine Maske. Die setzen wir mal auf. Dann habe ich hier noch den Hut. Der ist auch besser. Okay, dann setzen wir den Hut auf, der genauso aus wie der andere. Was haben wir hier? Eine. Was ist das denn? Irium Iris. Keine Ahnung, was das ist. Zombie, okay, das hat auch noch ein bisschen mehr. Setzen wir das auf. Ich glaube, das ist einfach nur. Und dann haben wir hier. Ach nee, das war das Schwert. Quitten wir mal wieder zurück. Dann will das Ding haben. Ich hatte doch eine Pistole aufgesammelt oder was? Ist not. Was? This is not in your collection. Wipes over the male leaf stays. Also, ach, das ist eine Gun und ich kann keine Gun benutzen. Okay, das ist mies. Und so kann ich Bild und. Ach, so gut. Interessant. So. Lol. Jetzt habe ich mir einfach meine Maske aufgesetzt. Brains. So, boah, gleich direkt ein Gegner. Bashen, bashen. Auf jeden Fall könnt ihr auch die Kamera rauszoomen. Das ist nur gerade, weil ich einfach mal so spielen will. Deswegen ist die Kamera gerade so nah dran, weil ich einfach immer gerne so spiele. Das hat sich einfach bei mir angewöhnt. Nach irgendeiner Zeit gewöhnt euch auch dran. Dann wollte ich auch nur noch so spielen, weil das einfach so viel actionreicher und schöner ist. Yeah. So, ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich mir jetzt überhaupt schon auf, weil bei meinem Programm. Da will er das irgendwie nicht richtig aufnehmen, weswegen ich das jetzt ein bisschen improvisiert habe mit dem Aufnehmen. Und deswegen sehe ich gerade nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, weil normalerweise zeigt mein Programm das immer ganz gediegen an. Da weiß ich immer, aha, so lange nehme ich auf, so viel nimmt das gerade weg, dieses Video. Dann habe ich da immer eine Ahnung und jetzt zeigt er das nämlich nicht an, weswegen ich jetzt echt keine Ahnung habe, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Aber ich würde mal sagen, ich nehme einfach mal so gediegen 20 Minuten auf. Ich guck mal kurz. Ich bin schon bei 15 Minuten ungefähr, das heißt, ich mache noch den und den anderen Dungeon. Dann dürfte es auch erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie gefällt euch einigermaßen. Ihr könnt ja mal eure... ich will jetzt nicht unbedingt... Also ihr könnt auf jeden Fall eure Meinung zum Spiel mal reinschreiben. Aber das ist eigentlich für einen PC ein sehr geiles Spiel. Wow. Vor allem, mein PC ist ja nicht gerade mal der Beste. Und das läuft trotzdem flüssig. Und überlegt mal, ich spiele das Spiel gerade auf Ultra. Das ist schon die Ultra-Settings. Deswegen kann ich auch wirklich sagen, Leute, ich kann ein Spiel, was in der Beta ist, aufnehmen... mit locker 60 FPS. Ich werde es natürlich erst mit 30 FPS hochladen, weil das ist mir ansonsten zu heftig. Mit der Upload-Zeit und außerdem 60 FPS ist in meinen Augen total unnötig. Was steht hier? Here lies the royal astronomer. Did he see the light which wasn't a star? Als flat. Ich kann nicht so gut Englisch, dass ich jetzt irgendwie so anfange, den Scheiß zu übersetzen, instinktiv. Okay. Der Bossraum sieht anders aus und er ist wieder groß. Ich hoffe mal, dass er nicht... Naja, gleich, da kommt er mir richtig viel Damage macht. Bassdrum. Bashen, 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 bashen. Ich bashe erstmal alle weg. Erstmal looten. Boah, erstmal alle wegklatschen hier. Erstmal alle wegklatschen. Aber ich bin echt am überlegen, ob ich vielleicht später noch ein Together draus mache mit ein paar anderen Leuten. Aus der Community. So. Oh, neues Schwert. Oh, was ist das denn? Oh Mann, ey, hier kriegst du ja die Schwerter fast schon hinterhergeschmissen. So was haben wir. Oh, Physic Damage, Maximum Health. Oh, das Ding sieht doch schön aus, ne? Richtig schönes Schwert. Na gut, die Maske sieht noch ein bisschen eigenartig aus. Ich glaube, die werde ich auch vielleicht irgendwann demnächst wieder abnehmen. Weil ich will die unbedingt rumrennen wie ein Zombie. Auf jeden Fall links unten seht ihr den Chat, was die da Leute da so reinschreiben. Die meisten sind Englisch, Engländer oder Spanier.
weil ich denke einfach mal, das Spiel wird in Deutschland wohl nicht unbedingt so bekannt sein, dass es momentan echt keiner spielt. Weswegen ich das Spiel ja jetzt momentan so ein bisschen, ich sage jetzt nicht berühmter machen will, aber ich sage einfach mal, ich spiele das jetzt ein bisschen öfter. Oh, guck mal, da kommt der Mond. Beautiful. So, aber ich würde mal sagen, das wäre es dann erstmal gewesen für die erste Folge. In der nächsten Folge werde ich mich wahrscheinlich ranmachen, ein bisschen ans Crafting und alles Mögliche. Also in der nächsten Folge, die wird natürlich länger aufgenommen. Ich werde da irgendwie, keine Ahnung, jetzt noch eine Stunde oder noch länger aufnehmen und das dann alles zusammen in Parts schneiden. Aber die erste Folge geht natürlich immer bekanntlich ein bisschen länger. Danach wird es kürzer, keine Sorge. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.